So, jetzt sollte ich zu hören sein. Irgendwie ist es leise. So, wo habe ich jetzt meine Mining-Utensilien? Ach, das ist schon mindestens ein halbes Jahr her, dass ich gespielt habe. Vielleicht haben wir eine Burg. Dann probiere ich es mal hier. Ersten Gebäude. Das sieht doch gut aus. Die brauche ich aber erst, wenn es an dir jemanden geht. Einmal brauche ich, Fackeln brauche ich, das Boot brauche ich. Behutsamkeit entfernt den Block selbst, ohne Wolle brauche ich nicht, Watzkörner brauche ich nicht. Gehe ich da mal hoch. Sind noch nicht reif. Das sieht richtig aus. Ach stimmt, ich nutze ja gar keine. Ja, natürlich. Habe ich noch irgendwo Eisen? Ja. Mit einer Endertruhe war ich noch. Ja, hier war noch was hier. Das hat wahrscheinlich einen Sinn, dass ich die da drin habe. Damit, wenn ich unterwegs bin, da direkt drauf zugreifen kann.
Das brauche ich unter Erden nicht. Vielleicht noch Wasser reinfüllen. Sind wir. Was ein Aufwand, dort überall lang zu laufen. Und da oben habe ich noch vor. Damit das überall gleich groß ist. Hier ist ja noch recht einfach. Das war meine erste Karte. Die ist nicht mehr kompatibel mit dem anderen. Das war ja auch die größte Größe. War ein Update und dann ging das nicht mehr. Wo könnte ich noch Ton haben? Ich glaube, das reicht noch erstmal. Ach ja, was soll ich noch verarbeiten? Gucken, Spitzhacken. Nein. Ja, das war dieser Plattform, die das verbindet. Das muss ich immer noch mal abreißen. Genau wie das Ding da hinten. Meine erste Behausung. Ah ja, Nostalgie. Ah ja, mein Unterwasserpalast. Den ich nie für irgendwas genutzt habe. Ein Scheißaufwand, da das Glas hinzubekommen. Hier kann man zum Wasser, also Wassereingänge. Und dann geht es hier noch nach unten.
große Halle, die leer ist. Irgendwie sehen die Leitern kaputt aus. Viehzucht unterirdisch. Sehr human, sehr tierlieb. Und hier geht's zur Mine. Ach ja, meine Untergrundschaltung. Das habe ich alles zugebaut. Ja, hier fließt das Wasser lang. Dann landet es auf diesen Trichtern. Dann wird das hier automatisch nach oben getan zu den in die Kisten eingelagert. Gucken. Sieht man hier was? Ja, das sind die ganze Schaltung für meine Schalter. Wenn ich oben Schalter drücke, wird dann das ganze Feld auf einmal ausgeleert. Das muss natürlich zu den Pistons gebracht werden. Und hier sind meine Trichter. Die sorgen dann dafür, dass das durch einen Werfer alles geht. So, dass nicht alles gleichzeitig ankommt, weil das zu viel ist für diese Konstruktion hier. Die leckt dann. Das muss verzögert hier ankommen. Ein Item auf einmal. Sonst landet alles hier im letzten Eimer. Der alles auffängt, was halt nicht in hier vorher rausgefiltert wird. So hier. Nichts drin. So soll es sein. Hier wird Kakao rausgefiltert. Hier wird werden Karotten rausgefiltert, hier werden Kartoffeln rausgefiltert, Weizen und das ist manuell. Die ganze Konstruktion ist viel zu dick, um sie irgendwie für alle sechs Gänge zu machen. Dann mal durch die bereits abgeminten Gänge. Piu. Ist hier auf Lavasee-Level, um maximalen Diamanten-Output zu bekommen. So, das ist meine erste Zwischenstation. Hier geht es entweder weiter, nochmal genauso lang und dann geht es wieder hoch zur Oberfläche. Oder hier lang. Da kommt man entweder hier zu meiner Wasserburg oder hier zu meiner Cheetah-Stadt. Gucken, habe ich hier irgendwas? Hier für eine Kiste. Hat hier mal drei Kisten? Stein.
und es ist Nacht. Und nochmal eine schöne Steinburg. Und irgendwo geht's hier auch hoch. Und irgendwo geht's hier auch wieder raus. Ah ja, hier. Ist noch nicht ganz fertig. Und hier ist auch nicht wirklich beleuchtet. Dort sieht man meine Monsterfalle, die man auch vorhin schon gesehen hat. Und das ist ein langer Weg. Das sind zwei Kisten. Mal gucken, wie viele da drüben sind. War ich hier überhaupt überall mit fertig? Oder hatte ich da noch irgendwo Lücken? Da müsste hier irgendwo ein Stein auftauchen, wenn hier irgendwo eine Lücke ist. Das Ding ist insgesamt 1000 Blöcke lang, also 2x500 Blöcke. Irgendwann werde ich das mal weiter ausbauen, wenn ich Lust dazu habe. Oder ich gehe in die Breite. Ne, hier sind auch zwei, aber irgendwie verkehrt. Warum? Warum sind da nicht drei? Habe ich die kaputt gemacht? Hier geht's noch hoch. Wie? Und rechts hier ist eine Mine. Und hier ist nichts. Nur ein großer Steinpenis. So, dann habe ich aber wirklich schon alles ausgebaut. Boah. Ausgefarmt. Ich glaube, im Seitengang war noch was zum Farmen. Breite geben, muss ich den Seitengang auch irgendwie wegmachen. Was eine Arbeit, das alles abzufahren. So. Das ist der Seitengang. Ja, hier habe ich noch nichts in die. Nichts reingefarmt.
lohnt sich so schon fast gar nicht mehr in die Seiten reinzugehen. Und eine verlassene Lore. Die Bremsen so aus. Ah, scheiße. Müsste es hier irgendwo rechts reingehen und dann ist man auch schon fast an der Stadt, in der Stadt. Ja, ist das Ende und dann geht's nach rechts. Hui! Und hier ist auch schon der Aufgang. Man sieht, ich habe stark geschiedet, man hat ja schon direkt die Buffs. Irgendwie muss ich nämlich wieder an die Störung gewöhnen. Nein, das habe ich nicht alles gefarmt. Aber aufgebaut. Was auch eine Menge ist. Das ist mein weißes Haus und dann hier ein paar Häuser drumherum. Da hinten ist eine Karte. Von dem ganzen Ding. Und hier könnte man noch weitere Häuser hinbauen. So. Weißes Haus, 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 Haus. Aufzug. Nee, nicht Aufzug, Treppe. Und hier hat man noch Baufläche. Und alles mit Lava umringt. Mitten in der Wildnis. Alles geebnet und dann aufgebaut. Hier geht es aber noch nach unten. Da sind meine Wächter und hier haben wir meine Truhen, wo nichts drin ist, außer in dieser mittleren. Ah ne, das sind ja Endertruhen. Also mit Standardsachen drin. Hier ist halt das Drachenei vom Enderdrachen. Hatte ich oben nicht auch Golems? Naja. So, ein Haus besteht aus zwei Etagen. Und die Truhe hier ist echt doof. Zwei Etagen, oben das Schlafzimmer und irgendwie ein Aufenthaltsraum. Und dann zwei Eingänge. Noch zweimal. Jetzt. Platz für 2, 4, 8, 16, 24 Personen. Dann halt noch das große Haus. So, dessen Eingang ist aber auf der anderen Seite. Türen direkt in den Marmorsaal. Naja, Karte für die Map zum Kopieren.
Graf sieht man sogar oben rechts. Gucken, da müssten wir verschwinden. Ja, jetzt hauen sie ab. Ist auch alle. Lange Wege. Ich glaube, schneller kriegt man das nicht hin. Man könnte natürlich irgendwie. Ich habe jetzt glaube ich alle 10. Ne, 10 passt nicht. 20, 15. Alle 15 glaube ich. Alle 15 Blöcke halt einen für den Beschleuniger. Ich glaube, wenn es nochmal irgendwie verkürzen würde, würde es auch nicht schneller werden. Schauen. Fackel einen frei und dann rein. Also zwischen den Fackeln sollten immer zwei sein. Und dann geht 7 rein. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Fackel frei 7. Na, hier war ich noch nicht an. Ja, Fackel frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nichts. Jetzt müsste eigentlich eine Fackel kommen. Dann müsste es frei sein und hier müsste ich. Da habe ich alles falsch aufgebaut. Falsch gesetzt. Ich kann ihn mal anbohren. Dann muss ich nicht alles bohren, dann komme ich auch schnell voran. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kohle brauche ich nicht. So, anbohren, also jedes zweite. Hier war mal irgendwas Wertvolles. Was man schon direkt bei der Konstruktion des Ganges gesehen hat.
Man sieht entfernt schon die Treppe. Wenn man direkt hinguckt, sieht man eigentlich gar nicht oder kaum was. Das ist halt perspektivisch irgendwie verkehrt. Dann sind die seitlichen Bildschirme immer so ein bisschen verzerrt. Gold. Bräunlich. Und noch ein Gang. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, den einen auch noch weit machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ausleuchten ist das A und O. So, meine erste Spitzhacke ist auch schon fast weg. Ich weiß gar nicht, habe ich die immer aus Eisen gebaut oder habe ich die aus Stein gemacht? Ich glaube, ich habe aus Stein gemacht. Gar nicht aus Eisen, um Eisen zu sparen. Stein hat man genug. Und so schnell geht mir die Geschwind ist mir die Geschwindigkeit auch so wichtig ist mir die Geschwindigkeit auch nicht. Gut, die werde ich noch aufbrauchen. Schon fast da. Das reicht dann auch für heute. Zumindest, wenn ich die alle noch reingebohrt habe. Steinstaffel wäre ganz gut. Diamantschaufeln sind irgendwie immer so schnell. Da bohrt man dann mehr weg,
als man haben will. Eisen. Käse. Die Fackel ist, damit hier unten nichts spawnt. Hier könnte ich noch und hier könnte ich noch. Wie wäre das, wenn ich hier einfach weitermachen würde? Wäre hier, hier, hier. Na, was soll's? Hier ist so ein Trollhund. Fackeln. Schön, wie das einem bestimmten Muster folgt. Hier fehlt immer einer und dann sind die hier einmal versetzt. Hier fehlt er wieder und hier ist er versetzt. Ja, Mathematik ist was Schönes. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwie. Oh, das wird nicht in die Quere kommen. Selbst wenn ich hier machen würde. Aber so weit will ich nicht. Ich glaube, das reicht.
Ich brauche zwar keine Kohle, aber dann kann ich das Holz mal abbauen. Zum Einschmelzen. Und für die Erfahrungspunkte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das werde ich nicht zu Ende farmen heute. Das dauert zu lange. Oh, ein bisschen noch. Diamanten. Deshalb sind wir hier. Dann mal alles hier aushöhlen. Ein Diamant kommt selten allein. Immer schön alles umranden. Noch. So, das wird es auch gewesen sein. Aber der Vollständigkeit halber das wieder mal ausfüllen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war Glück, ne? Ja. Und keine dabei? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 12 Stück. Also 2 pro Vorkommen. Ich höre Lava.
Damit markiere ich mir, wo ich aufgehört habe. Oder dass, wenn ich hier einfach durchrenne, schneller ist, okay. Da muss ich weitermachen. Den Rest nehme ich hier alles mit. Keine tolle Ausbeute. Viel Gold. Ja. Eisen hatte ich jetzt aber nicht bei diesem Bogen. Also ich habe da vorhin irgendwo Eisen gesehen, aber nicht hier. Heimweg. Dann schmeiße ich einmal nochmal das Feld an. Oder alle Felder. Normalerweise höre ich es erst dann auf, wenn das Inventar irgendwie zwei, dreimal voll war. Ist aber auch schon spät. Weiter. So, das ist der Kompasspunkt 0. War nicht dabei. Toll. Das ist noch nicht reif. Das ist auch noch nicht reif. Natürlich war ja auch nicht da. Ich höre es nicht mehr klacken. Ich werde einmal ein Feld so anschmeißen. Kräuter hat als letztes, also wäre jetzt als nächstes Weizen dran. Zack. Und jetzt kommen die Wassermassen. Zack, 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 zack. Ein bisschen geht daneben, das muss man manuell aufsammeln, aber das ist schon recht effektiv. Das landet jetzt alles in den Trichtern. So, jetzt kann das wieder ab. Aus. Und jetzt kann man hier ein bisschen einsammeln. Durch die Trichter. Alles in den einen Trichter hier, von dem es dann weitergeht. Nee. Es kommt halt alles in einen Werfer. Nur ein Item zur Zeit. So, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Quelle. Das waren, ich glaube, 8x8. 8x64. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, was ist aber nur hier oben, ne? Die sind alle acht groß, das heißt. Also jedes von diesen Feldern hat 64, außer das oberste und das letzte. So, weiter geht's. Das letzte Feld wird schon 8 haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Und in die Zwischenfälle haben wir alle 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier oben, waren das denn 7 oder 6? Gucken, das ist ein erhöht. Also wird es 7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alle 7 bis auf den einen. Und hier klackert das noch vor sich hin. Überflüssigen kann ich auch hier reinschmeißen. Zack. Zack, 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 zack. Dann wird das schon in die richtigen Kisten einsortiert. Wobei ich mich dann darum nicht kümmere. Weil wir hier sehen, Weizenkörner. Das wird hier alles befüllt. Und einsortiert. Also hier landen keine Weizenkörner. Hoffentlich. Höchstens im letzten können wir hier auftauchen, wenn irgendwas schief läuft. Das System leckt oder so.
armseliger Strand. Zerstört von mir. Dafür habe ich da hinten irgendwo eine Wüste. Und ich habe vergessen, ihn runterzuschieben. Ja. Muss ich laufen? Hier ist ein Witzelchen Büste. Und das noch viel größer. Hier ich meine Schneefarm. Hier irgendwo dazwischen Eis. Vielleicht braucht man hier irgendwie so ein Podest, wo man aufsteigt. Ich das besser sehen zu können. Schon besser. Weil das so hoch ist. Wenn man von so unten guckt, dann ist es immer so hier unten halt breiter als oben. Sieht nicht schön aus. Hier brauche ich es auch nicht.